203 Seiten umfasst der Bericht der Untersuchungskommission in der Causa Pilnacek. Darin bestätigen sich politische Einflussnahmen in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek. Auf einer Tonbandaufnahme sagte er, die ÖVP habe erfolglos verlangt, Ermittlungen einzustellen und Hausdurchsuchungen abzudrehen. Weiters ortet der Bericht nahe Beziehungen, Seilschaften und politische Anbiederung. Vorwürfe in den eigenen Reihen würden ebenfalls nicht entsprechend aufgearbeitet. Was auch eine Befundung ist, was wir gefunden haben, sind parteipolitisch kontextualisierte Bestrebungen bzw. konkrete Vorhaben zur Schwächung bzw. letztendlich auch finaliter zur Zerschlagung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Kommission forderte als Konsequenz eine Abschaffung der Zweiklassenjustiz sowie eine von der Politik völlig unabhängige Generalstaatsanwaltschaft.